fährste Mannschaft im Fußballkreis Bochum in der abgelaufenen Saison heißt SC Post Alten Bochum. Nur eine gelb-rote Karte in einer ganzen Saison, das Ganze noch gekrönt durch den Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga. Glückwunsch und Hut ab. Die Sparkasse Bochum stiftete den Fairplay-Pokal für den frisch gebackenen Bezirksligisten und der VfL kam zum Gratulieren. Das Ganze vor rund 600 Zuschauern im Karl-Hirsch-Stadion der Heimat des SV Vorwärts Kornhapen. Außerdem nahm man Abschied von Heiko Schneider, Schiedsrichter-Lehrwart im Fußballkreis. Der gab seinen Ausstand. Cheftrainer Peter Neururer wollte möglichst vielen Akteuren Spielpraxis geben. Sein Gegenüber Frank Rinklage, im Übrigen selbst von 2005 bis 2008 als U17-Trainer beim VfL tätig, gab ein sehr viel bescheideneres Ziel aus. Hauptsache nicht zweistellig. Das wäre schon ein Riesenerfolg, wird der Aufstiegstrainer aus Alten Bochum zitiert. So viel vorab. Daraus wurde nichts, wenn auch knapp. 10:0 hieß es am Ende und ein paar sehenswerte Treffer waren dabei. Das 1:0 nach 8 Minuten durch Richard Sukutapasu nach Vorarbeit von Piotr Schwieler. Ken Ilse mit dem zweiten Tor des Tages aus der Distanz, bevor Ritchie es gleich doppelt klingeln ließ. 3:0, artistisch. Und das 4:0, energisch, Hattrick für unsere Nummer 9. Der SC Post ließ sich nicht hängen. Die beste Möglichkeit für den Bezirksligisten hatte Mohamed Gürsoy auf dem Fuß. Aber da war Michael Esser auf dem Posten. Mit dem 5:0 durch Mario Jelavic ging es dann in die Kabinen. Und kurz nach Wiederanpfiff war das halbe Dutzend voll. Christian Tiffert mit dem 6:0. Bevor Mario Jelavic nochmal erhöhte. Die Jungs haben sich gut verkauft, lobte Neururer den Auftritt seiner Mannschaft. Einen Akteur hob er aber nochmal heraus. Sven Kreier, hier Schütze des 8:0, aber nochmal eindeutig unterstrichen, warum er bei den Profis ist. So der Cheftrainer des VfL. Nach dem zwischenzeitlichen 9:0 durch Carsten Rotenbach schraubte Sven Kreier das Ergebnis in den zweistelligen Bereich. Gleichzeitig der Endstand. Test 1 von 3 in dieser Länderspielpause ist damit Geschichte. Am Freitag geht's weiter zum VfB Hüls aus der Oberliga Westfalen. Anstoß im Stadion am Badeweiher, 18 Uhr.